Test, Test, Test. Hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Ja, da sind wir wieder, Radfahren mit Tino. Heute fahren wir zum Bäcker. Ja, Österreich zeigt sich von seiner schönsten Seite, wie wir sehen können. Wir sehen die Berge am Horizont. Wir haben strahlend blauen Himmel, gebrochen von Chemtrails. Ja, in dieser österreichischen Gemeinde sieht man viel örtliches Handwerk, was mittelständisch ist. Der Mittelstand hat Deutschland ja mal groß gemacht, ne? Da können wir uns vielleicht auch mal eine Scheibe von abschneiden. So, liebe Follower, und das war's auch schon. Wir sind beim Bäcker. Gleich weiter. Hat er zu? Ja, die haben so eine 1,5 Meter breite Vitrine, und da ist alles leer. Hier in Österreich, da teilen sich die Fahrräder noch die Straßen mit den Autos. Jetzt sind wir schon losgefahren. Ich weiß gar nicht, wie wir meinen Fahrradcomputer jetzt schnell zurücksetzen. Mal alles ausprobieren. Wir wollen ja ein frisches Tracking bei Null starten. Und nicht die ganzen Kilometer und Höhenmeter, die wir gestern schon absolviert haben, damit reinrechnen. Resettet, aber natürlich, jetzt fällt einem das nicht auf oder einem, wie das funktioniert. So, irgendwie habe ich es hinbekommen, der Fahrradcomputer ist resettet. Fehlen natürlich die ersten 1,5 Kilometer im Tracking. Sieht das krass aus. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber ganz dort hinten sind nur weiße Gipfel. Schneebedeckt. Aber vor uns nimmt das breite Kreuz vom Robert die Sicht. Fahrradweg war jetzt nach links ausgeschildert. Mal gucken, ob die anderen das checken. Wir fahren geradeaus. Also der Fahrradweg war links ausgeschildert, oder? Von mir aus.
der Geier oder weiß er nicht? Nein. Ich habe mir den Prinzessin-Sattel gegönnt, deswegen brauche ich das nicht. Aber wenn ich mir den Sattel angucke, dann du wirst gefilmt von der Dashcam. Ich habe gelesen, dass eigentlich diese Sattel hier besser werden. Man muss sich da nur dran gewöhnen. Ja, das kann. Zu diesen weichen Übergängen. Immer wieder fasziniert, wie schnell die anderen schon ihr Geld aus ihrem Rucksack geholt haben. Den Kaffee müssen wir in dem Kaffee kaufen. Ach so. Morgen. Ist ja schon richtig was los. Ja, ich bin immer drauf, muss ich mal Platz machen. Ich bin halt immer drauf angewiesen, da ich keinen Ständer habe, das irgendwo dran zu gehen. Ja, hier fahren viele Leute Zweirad. Servus. Ich hätte gerne einen schwarzen Kaffee. Kaffee? Für mich auch. Nochmal? Robert, was willst du? Kaffee groß. Ich habe nur eine Größe, da haben wir alles Einheitsgröße. Ja, dann nehme ich sowas. Eine Einheitsgröße schwarzer Kaffee mit Milch für den Robert. Genau. Boah, hier ist ein Frankfurter. Eine Burenwurst. Burenwurst. Das ist schon nice. Und eine Fleischkäsesemmel ab 2,50. Das ist in Ordnung. Du willst nicht so Süßkarbs essen? Mit Logo? Ah. Österreich zeigt sich von seiner schönsten Seite. Womit soll ich denn nur setzen? Ach so. Wir nehmen hier den Platz. Ich habe Tabak geholt. 8,90 €. Ja. Camel. Habe ich auch schon mal gemacht in Österreich. Kann ich einmal gucken? Ja, ich weiß gar nicht, ob das aufnimmt, deine Kamera. Ich fürchte, also bestimmt. Ja, nimmt die denn meine Sprache auch auf? Ich habe sehr interessante Sachen zu hören. So, hier fließt die Inn. Und wir fahren jetzt über die Inn, über den Innteilradweg nach Innsbruck. Thank you.
habe ich nicht gepackt. Hier kommt jetzt der Innenteilradweg. Oh, Scherbe. Berge und Brocken. Ja. Gemacht, diese Brücke ist für richtig für die Radfahrer. Ja. Also. Keine Pause. Und hier dann runter, weil da war der Radweg, der, ich glaube, ja. Tiroler Silberpfad. Das ist der Tiroler Silberpfad. Okay. Servus. Hallo. Und da habt ihr eine Kilometeranzahl nochmal drauf? Nach Innsbruck? Ja. Nee. Weil eben waren es ja 40 oder so, ne? Vor 3 Kilometern. Dann sind es jetzt wohl noch 39. Oh, schön am Fluss. Dass die Farbe aber hier auch so anders aussieht am Fluss, ne? Wirklich auffällig, dass der Fluss anders gefärbt ist. Ich höre schlecht. Ich habe gerade mit meinen Followern gesprochen. Ach so, tut mir leid. Sorry, liebe Follower, ich wollte euch, das wollte ich nicht unterbrechen hier, was das denn euch zu erzählen hat. Aber ist dir das auch aufgefallen, dass der Fluss hier eine andere Farbe hat als woanders? Das sieht so bläulich aus, ne? Ja. Das ist schon. Der hat schon wieder eine andere Farbe als der Fluss in Bad Tölz, ne? Ja. Denn Bad Tölz, der war noch. Bad Tölz war ja wirklich, der sah aus wie, keine Ahnung, Wasser aus der Werbung. Der war noch blaustichiger, ne? Genau. Der ist hier ein bisschen grünstichig. Genau. Hier ist der Fluss wieder ein bisschen schmuddeliger, aber trotzdem wahrscheinlich viel sauberer als unser Wasser. Ja, frisch aus den Alpen. Thank you.
Schade, dass es nicht bergauf ging. Also ich glaube, das macht keinen Unterschied. Oder? Jetzt? 100 Watt. Das fand ich ganz interessant. Erklär das mal dem Sven. Dass die Rennradgruppe sich immer abwechseln. Und sitzt immer ein anderer vorne. Der dämmelt dann 10 Minuten Volllast. Und alle dämmeln Halblast hinterher. Ach, diese Rennradfahrer? Ja, und ja, dann stimmt. Wird wieder getauscht. Ja, stimmt, die machen das auch. Die höchste Belastung hat. Wenn du das trackst, sieht man, dass der vorne 100 Watt mehr verbraucht in dem Moment, als die, die im Windschatten hinterherfahren. Ja. Ja. Und wie weit fahren die auf? Ungefähr so wie du jetzt, Tino? Oder ein bisschen, noch ein bisschen näher? Aber ich weiß nicht, wenn du das so anguckst, dann fahren die mal richtig dicht auf, ne? Ja, also bestimmt schon vielleicht 10 cm höchstens. Ich hab da auch ein bisschen Schiss. Der Anas ist mir mal so dicht aufgefahren. Da bist du. Dann ist der voll rein hinten bei mir. Ja. Dann ist der Anas vom Fahrrad gefallen in so einen Brennnesselbusch. Ja. Das war eine Aktion. Mach dir mal Platz. Ja, dankeschön. Servus. Super. Und ich hab's in dem Moment kaum gemerkt. Also so, ich bin nicht umgefallen. Das ist immer, wenn du jemanden reinfährst, fährst du schneller um, als der, dem du reinfährst. Ja, weil vorne hat man die ganze Kontrolle, hinten ist einfach nur die Last. Genau, da hast du so viel Gewicht drauf, das tangiert dich gar nicht so. Genau, hinten ist man, und da kann man auch nicht lenken, vorne, da lenkt man mit. Genau, ja, da lenkt man. Da bist du so stabil, das merkst du kaum. Wahrscheinlich blockiert dann das Rad, wenn die Reibung zu hoch ist, und dann, ja, legt man sich. Man hier die Abkürzung nehmen. Hier lang? Ja, das Schild geht hier lang. Weiß nicht, ich glaube geradeaus. Ja, okay. Hier ist ein Schild, das kein GPS mehr gibt. Ja, hab ich gesehen. Mein Fahrradcomputer sagt uns, dass er kein GPS-Signal findet gerade. Also bei meinem geht immer das Suchsymbol an. Aber ich meine, der trackt ja trotzdem. Das ist dann nur später, wenn du es dir auf dem Handy anguckst, fehlen dann die Informationen. Bock.
Hier hätte man auch mal ein Ei bekommen. Ja. Tagelang in den Kühlschrank legen. Wir pflanzen die Eier hier ein. Schwarz. Servus. Hallo. Servus. Grüßt euch! Wenn du am Berg stehst und ich schon fliege.
hier links. Innsbruck. Innsbruck. Ja. Die sprechen doch alle so ein bisschen anders hier. Ja, der Weg nach Innsbruck war relativ leicht, lecker. Es gab eigentlich immer das gleiche Tal, der Inntalradweg. Und jetzt sind wir in Innsbruck, in der Stadt, und fahren jetzt auf den Brenner. Genau. Also österreichischer Rap ist bestimmt voll witzig, Tino. Hab ich mir schon mal angehört. Nazar? Ja, in Form von Nazar und Raf Camora, genau. Ja. Ein guter Wienerisch ist ja noch was ganz anderes als ja, genau. Österreich. Und der ich spricht hier ist grün. Schweizer Rap und so angehört. Der Schweizer auch habe ich auch schon mal. Ja, den läuft halt einer noch nicht so, weil die natürlich ganz wenige Fans haben. Ja, die Länder sind klein. Ja, der Inntalradweg, da habe ich nicht so viel gefilmt, der war zwar schön, aber es war immer dasselbe, immer dieselben Berge, immer derselbe Fluss, die Inn, und das war relativ monoton, da sind wir schnell durchgeballert und jetzt geht's Richtung Brenner. Ziel heute ist Mar 3 am Brenner und hier ist doch Innsbruck Tal. Jetzt geht's gleich
ca. 500 Meter bergauf, 500 Höhenmeter auf 10 Kilometern. Das wird bestimmt anstrengend. Ja, in die Richtung. Dankeschön. Laden, ne? Ja. Was da wohl los war? Ja, ja. Was? Gar nicht so drauf geachtet. Ob da wohl was verkauft wurde oder eine Sonderveranstaltung war? Also wisst ihr eigentlich, Brenner ist ja ein großer Name, das kennt man ja, aber was ist das eigentlich? Ist das der Berg da? Ist das die Stadt? Ja, Veniero oder so heißt das auf Italienisch. Ja. Oder ist das der Grenzübergang oder der Berg oder? Ach ja, das ist der Grenzübergang. Der Grenzübergang, okay. Sieht ja aus wie eine Wohnung und nicht wie eine Toilette. Nicht schlecht. Wir haben ja eben über zwei Minuten, die sind
Ja, mein Navi ist ja nicht auf unsere Route. Das ist ja irgendeine Route. Das ist ein Tennis, der von der rechten ein bisschen aus. Ja. Es hätte auch die Alternative gegeben, das macht jetzt aber keinen Unterschied, irgendwie hier so durch. Aber das ist egal, weil wir kommen hier an dem Stück raus. Also dem hinterher. In dem Tempo, ja. Okay, oh, also das fliegt fast ab von ihm. Genau. Sein Rucksack fliegt fast ab. Ja, dann müssen wir da runter und dann wieder links. Also ach so, da kommen wir aber so lange auch, oder? Ja. Genau so lange. Ich denke auch. Aber ne, ich glaube, wir müssen dann hier links hoch. Ich habe dich einfach nur drauf gestellt, der hat beide eingeklickt. Ja, manchmal hat man so ein Glück. Abschlepp ohne Ende. Der gab es falsch. Hier ist der Radweg auch ausgeschildert wieder. Ach ja, da war ein Schild. Da. Gut gesehen. Also wir sind auf dem Radweg. Sponsored by Monster. Ja. Ja. Hat er auch? Ja. Dann Hallo. Hallo. Thank you.
schöne Aussicht. American Football Zentrum. Und da ist die richtige. Tivoli. Tivoli, Tirol. Ja, hier sind die Sportstätten. Die Sportstätten Innsbrucks. Schöne Aussicht. Ja, die anderen sind schon vorgefahren. Die meiste Zeit geht es hier so bergauf, den Brenner hoch. Und ja, hier ist ein Bach, der schön rauscht. Aber es ist natürlich auch etwas gefährlich und unbequem mit den Autos. Und ich würde auch immer mal nach hinten gucken, ob eins kommt. Ja, so ist es hier etwas anstrengend, aber lohnt sich bestimmt vom Ausblick dann her. Wir werden sehen. Oh, Professor Ficker Weg. Ja. Servus. 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 Tino, hast du mitbekommen? Die letzten werden die ersten sein. Ja, aber der Robert wird von der alten Frau gedicken sein. Hör mal, du Holla, du bist ja der Letzte. Ja, die haben das gleich gekriegt, dass ich das Vorwissen aussehe. Das hören Sie gleich an. Ganze Leben. An dem weißen Gesicht, was du hast. Haben die ja direkt erkannt. Ja, die haben gedacht, der schwitzt am meisten. Ich denke, ich bin ein Jäger, der sich an der Wahl schafft. Um dazu zu gehören.
ist voll entspannt. Mach mal kurz einen Umweg, fahr da nochmal runter. Genau. Man sieht richtig, wie der Brenner weitergeht, ne? Von hier aus. Da fahre ich in deinem Windschatten. Ach so. Das gönne ich mir doch. Dann fahre ich in Pauls Windschatten. Sag ich mal kurz vor der österreichischen Grenze und dann musste man einen Abschnitt fahren auf der Straße, ne? Da sind die ganze Brücke. Die ganze Bank. Ach so. Warst du hier schon mal? Nee. Ich meine nur eben, dass wir auch einfach mit Blick ins Tal hätten suchen können. Ja, da können wir hier noch mal eine halbe Stunde Pause machen. Blödes Komoot. Ich wollte hier. Thank you.
Lass bitte starten. Yep. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass es immer bergauf und abgehen sollte hier am Ende. Ja.
unten. Ja. Da hinten. Ja. Das könnte sein. Hallo? Der schwitzt aber. Ja.
Jupp. Du das Navi. Jo. Ich gleich falsch fahre. Ja. Oh, die anderen sind gar nicht mehr zu sehen. Sollen wir gleich mal halten? Die anderen sind gar nicht mehr zu sehen. Wollen wir gleich mal halten? Ja, das ist da vorne, wo man sich hinstellen kann. Ja, genau, genau. Jetzt links halten. Grüß euch. Wir müssen hier über die Brücke. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Tut mir leid. Der Robert, der wird es bestimmt gleich richtig machen. Hi. Das ist mal 3, gar nicht mitbekommen. Jetzt links auf mal 3 am Brenner. Aber nach der Ampel, nach der Brücke. Ja. Hallo?
Servus. Bei nächster Möglichkeit links, danach in 200 Meter rechts abbiegen auf Nebenstraße. Ja. Danach in 40 Meter rechts abbiegen auf Nebenstraße. In 40 Meter rechts abbiegen auf Nebenstraße. Danach links abbiegen. Ich weiß gar nicht, warum das so abgebremst hat. Wegen der Treppe. Manchmal kommen die Leute da runter gestürmt, weil sie den Zug noch kriegen wollen. Wie gestern der orientalische junge Mann. Ja, genau. Also da bremse ich lieber, man weiß ja nie. Hier wieder links. Genau, und den Radweg folgen. Hier nochmal über die Sill. Servus. Ja. Da links ist noch einer. Da steht ich auch. Da steige ich gleich. Gar keinen.